Servus Leute, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, sind natürlich die letzten Folgen, die ich so gemacht habe, immer bei schönem Wetter entstanden. Es liegt einfach daran, dass erstens das Suchgebiet super ist, ja. Und wir haben hier eine große Ecke, die wir hier absuchen können. Zusätzlich nochmal einen der größten Landwirte hier im Dorf, dem haben wir auch Kontakt und er hat auch gesagt, könnte er machen, aber nur wenn nicht eingesät ist. Und das ist leider hier gegenüber der Acker, der ist direkt eingesät worden mit einer Sämaschine, also es ist quasi Grubber und Sämaschine in einem. Letztes Mal, wo wir auf unserem Kohlacker hier waren und ich befinde mich hier gerade auf unserem Kartoffelacker, der Acker, den wir hier als erstes bekommen haben, und hier sind leider Gottes Stromleitungen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auf Sensibilität 5 nur laufen können, aber ja, kann man leider nichts dran machen oder vielleicht auch nur 4 oder 3, aber das Schöne ist, hier steht auch gerade hier auf gegrubberten, also hier ist ein, zwei Reihen, die hier gegrubbert sind, der Rest noch nicht. Und die gilt es heute jetzt für mich abzulaufen. Und man sagt ja immer, Morgenstund hat Gold im Mund, Leute. Deswegen, wir haben es, glaube ich, gerade, Moment, lasst mich gucken. Ja, wir haben es 10.01 Uhr, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber wir haben 10.01 Uhr. Und ja, ich bin heute wirklich ganz alleine unterwegs. Tobias ist zu Hause. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir hier irgendwas Schönes herausholen. Ich werde jetzt erstmal hier den Detektor weiter aufbauen, weil es passt ja mit der Riesenspule. Ihr habt ja sicherlich das Review, wenn ihr dazu Lust hattet, auf unserem gemeinsamen Kanal gesehen. Hier Riesenspule. Ja. 34 cm Doppel-D-Suchspule. Und ja, beim letzten Mal, bei der letzten Folge, da ist ja leider die Kamera abgekackt. Beziehungsweise der Akku der Kamera ist abgekackt. Und das tut mir leid, Leute, das wird nicht wieder vorkommen, definitiv. Deswegen werde ich nicht ganz so viel filmen. Aber man sagt ja immer, ich werde jeden Fund filmen. Ob ich ihn dann hinterher reinnehme, ist wieder was anderes. Ich werde mal schauen, was es so Schönes zu filmen gibt heute. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier weiter auf und wir sehen uns beim ersten Fund, Leute. Also bis zum ersten Fund. So, Freunde, eine 8, wir haben das erste Signal. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas drin haben. Was haben wir hier? Müll, Freunde. Müll. Wir sehen uns beim nächsten Fund.
Ja, voll. Und das Signal kam mit einem ziemlich hohen Wert rein. Zwischen 70, 80 ungefähr. Gucken wir mal, was das sein könnte. Bin mal gespannt. Und ich bin übrigens auch schon wieder fast am Ende von den beiden, von der gerobberten Stelle hier. Es waren jetzt zwei Spuren, beziehungsweise zwei Wege, die ich abgehen konnte. Eine Münze, meine erste Münze, jawohl. Ja. Es sind wieder 50 Pfennig, Freunde, 50 Pfennig. Das sind diese Aluminiumdinger. Da haben wir die zweite davon. Eine haben wir ja schon, beziehungsweise eine habe ich schon gefunden. Das habt ihr auch mit Sicherheit auf unserem Kanal gesehen. Und das hier sind die 50 Pfennig. Könnt ihr hier sehen, 50 Pfennig. Rückseite ist auch nicht schlecht, da steht drauf, was stand da nochmal drauf? Geldregen oder nee, Eichsegen bringt Regen oder sowas. Und ja, die nächste Münze der Art, ich guck mal, ob man irgendwie das Datum erkennen kann. 1921, Freunde. Bei der Münze ist es scheißegal, ob man da drüber reibt oder nicht, weil das ist eh Aluminium. Das ist meine Meinung. 50 Pfennig, jawohl. Können Sie das Datum erkennen? 50 Pfennig, 1921, Leute. Ja, hier die Rückseite mit dem Eichsegen. Nee, Eichregen bringt Segen oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht genau, was da drauf steht, aber erste Münze, Leute, für heute. Ich bin gespannt, ob da noch was kommt. Wir sind ja fast am Ende, aber wir gehen auch noch die andere Seite rum. Da ist nämlich auch noch eine Seite gegrubbert. Ist zwar auch wieder direkt an der Stromleitung, nicht mitten drauf. Aber anscheinend ist der nur einmal komplett rumgefahren, der Bauer. Ist ja auch egal, der Landwirt, Entschuldigung. Heißt der Landwirt, heißt er nicht mehr Bauer. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Fund, aber auch nochmal schöne Grüße an Sie, dass wir hier die Genehmigungen haben für die Felder. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Fund. Ja, nächste Signal, Freunde. Also die 30, 35 war das Signal. Bin mal gespannt, ob wir da irgendwas finden. Irgendwas finden wir auf jeden Fall. Nur die Frage, was. Also von drin ist es anscheinend nicht mehr. Freunde, das ist ein Stück von einem Löffel. Ja, nicht schlecht. Ein Stück von einem Löffel, Freunde. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Fund, Freunde. Pinpointer geht ab. Bis zum nächsten Fund.
So, Freunde, ich habe nochmal gewechselt. Ich habe die Stellung gewechselt. Mir ging natürlich auf den Sack da hinten. Mit dem doofen Müll die ganze Zeit und mit der Stromleitung, dass du die Sense nicht wirklich hochstellen kannst, weil er dann halt rumspinnt. Ja, jetzt bin ich hier in unserem Gefilde wieder. Da hinten sind wir im Moment dran. Da ganz hinten hinter dem Kohl. Hier ist noch Kohl drauf. Dazwischen sind noch ein paar Bahnen, die schon weg sind. Und hier haben wir ein Stück freie Fläche. Genauso wie an dem Autobahnhügel entlang haben wir auch noch ein Stück freies Fläche. Ein Stück freie Fläche. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas rausholen. Das war mein Handy und wir sehen uns beim nächsten Foot, sagen wir mal so. So, neues Signal, Freunde. Wirklich sauberes, klares Signal, was reinkam. Gucken wir mal, ob wir hier was Schönes finden. Bin mal gespannt. Vor allen Dingen, was wir hier finden. Das ist ja immer so die Sache. Scheint aber so, als wenn es schon draußen wäre. Oh, Leute. Oh, guckt mal. Könnt ihr das sehen? Acker gewechselt, Freunde. Und direkt das erste Supersignal. Direkt eine Münze, Freunde. Nice. Könnt ihr sie hier sehen? Da ist sie, Freunde. Hier, guckt mal. Hier liegt sie oben auf. Da. Diese gucken wir uns natürlich zusammen in der Fundzusammenfassung, beziehungsweise die gucken wir uns in der Fundzusammenfassung nochmal an. Also ihr seht sie da gereinigt, da hoffentlich kriege ich sie gereinigt und dann sehen wir uns beim nächsten Fund. Ja, Freunde, ich habe mir gedacht, für das Signal hier machst du dann doch nochmal die Kamera an, denn das ist ein 90er Signal gewesen. Beste Signal überhaupt, was ich bisher heute hier drin hatte. Ist aber auch ziemlich tief, 5-6 Inch tief. Gucken wir mal, vielleicht haben wir ja, komm mal. Haben wir jetzt schon Glück? Ich guck mal kurz, wer mir geschrieben hat. So. Ah, wir haben schon was draußen. Ich habe mir gedacht, das nehme ich noch mit rein, Freunde. Ich kann gerade nicht. Oh! Leute! Woohoo! Leute, jetzt schaut euch mal bitte das Monster an. Guckt euch diese Münze an. Die kam mit einem über 90er Wert rein. Schaut sie euch an. Ich muss jetzt los, Leute. Das war das letzte Signal für heute. Nein, Freunde, wir sehen uns nicht beim nächsten Fund. Ich mache das Ganze jetzt anders. Ich werde mich jetzt schon mal von euch verabschieden. Damit das auch schon mal auf Kamera drauf ist und nicht wieder irgendein Fund abbricht. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, drückt einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen. Schreibt was in die Kommentare und abonnieren nicht vergessen, ist immer kostenlos. Und damit ihr auf dem Laufenden bleiben könnt, vergesst die Glocke nicht zu aktivieren. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass ich das Ganze so ein bisschen vorproduziere, weswegen hier auch immer so viel schönes Wetter ist und ich im T-Shirt rumlaufe, anstatt in der dicken, fetten Jacke. Weil mittlerweile ist ja Winter, Leute. Dürfte dann jetzt September, Oktober, November, Dezember ungefähr sein, wenn diese Folge rauskommt. Und ja, seht es mir so ein bisschen nach, aber die Umgebung hier zum Sonnen ist einfach die beste überhaupt, die wir bisher hatten. Und ja, deswegen produziere ich es auch so viel vor. Im neuen Jahr wird das nicht mehr passieren. Vielleicht eine Folge noch im Januar. Mal schauen, weiß ich noch nicht so genau. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da raus, lasst eine Bewertung da und dann sagen wir, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, Fundzusammenfassung, Freunde, von den Sachen, die ich jetzt so heute gefunden habe. Dazu kommt natürlich noch jede Menge Müll. Der ist aber entsorgt, den nehme ich nicht mit nach hier ins Studio. Und ja, die bisher wirklich spannendsten Funde waren eigentlich halt das 2-Euro-Stück. Münze halt, klar. Und die vier Sachen hier, wobei ich bei der Sache hier keine Ahnung habe, was das ist. Habe ich keine Ahnung. Hier hinten ist noch so ein ja, wie so eine Art kleine Hubbel, kleine Erhebung drin. Vielleicht ist es ein Stück von einem, ja, keine Ahnung, von einem Beschlag zum Beispiel oder sowas. Hier haben wir den Knopf. Den haben wir mal ein bisschen sauber gemacht.
Da hat man, die kann man auch wieder durch die Öse durchgucken. Kann ich euch zeigen. Und wenn ich jetzt hingehe, müsste man mit dem. So, zack. Da haben wir die Öse auch wieder frei, Freunde. Wie ihr sehen könnt. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Knopf ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr Bescheid wisst, was das für ein Knopf ist. Ja, hier haben wir dann die 50 Pfennig aus Aluminium von 1921. Hier oben steht natürlich drauf Deutsches Reich, klar. Und hier hinten dann halt Eichregen bringt Segen. So, Vergleichsstück haben wir nämlich auch noch, Leute. Und zwar haben wir das... Sekunde, ich guck mal kurz in unserer schlauen Kiste hier. Da zeige ich euch natürlich auch noch irgendwann mal die kompletten Funde hier. Da ist das Vergleichsstück. Komm her. So, da ist das Vergleichsstück. Das ist von letztem Mal. Das ist von heute. Beides von 1921, wenn ich richtig sehe. Nein, von letztes Jahr das. Von letztem Mal das Teil ist sogar von 1920. Ihr seht ja, wo mein Finger hinzeigt, ist eine kleine Katsche drin. Ja, das Teil ist von 1921 hier. Sauberer geht es jetzt im Moment nicht. Zumindest nicht mit den Mitteln, die ich hier habe. Außer eventuell Olivenöl oder ja, Ultraschallbad. Mal schauen. Ja, das sind so die beiden Stücke. Das ist von letztem Mal und das ist von heute. Ja, und dann kommen wir natürlich zum Highlight, Freunde. Das Highlight ist das Teil hier. Das ist meine Highlight-Münze heute von 1915. Ist russisch, Freunde, ist russisch und sind 3 Kopeken von 1915. Ja, das waren sie so die besten Funde heute. Die Sachen. Das finde ich interessant, das sieht nämlich aus, wie schon gesagt, von einem Stück Beschlag, von einem Beschlag von irgendwas. Der Knopf, die 50 Pfennig, auch wenn sie aus Alu sind. Und die 3 Kopeken, übrigens Kupfermünze. Und mit der ganzen Zeit noch wirklich super intakt. Klar, liegt wahrscheinlich auch an der Größe, an der Dicke. Wenn man sich heutzutage mal unsere Kupfermünzen anguckt, dann will man das gar nicht wissen. Bester Beweis ist natürlich, auch wenn es kein Kupfer ist, aber bester Beweis ist natürlich das 2-Euro-Stück, dass die Euro-Münzen wirklich keine super Münzen sind. Ja, das war es von der Fundzusammenfassung, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, habe ich schon gesagt, drückt einen Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also, bis dahin, haut raus, ciao.